Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten regulären Video, einem längeren Video wieder. Ja, das letzte Video ist ja über eine Woche her und seitdem habt ihr, wenn ihr die guckt, also gucken ja nicht alle von euch, habt ihr nur Shorts gesehen. Ich war viel unterwegs, länger als ich gedacht habe. Es gab viele Sachen, die ich machen wollte. Und das war auch gut so, nur hatte ich das halt, also ich wusste nicht, dass es so lange ist, was ich aber sehr, sehr gut fand, weil es halt, also es waren private Sachen, die sehr wichtig waren. Deswegen habe ich natürlich keine Zeit gefunden, dann Videos zu machen. Ich wusste ja, dass ich eine Zeit lang keine Videos machen kann, hatte welche vorproduziert, die habt ihr alle gesehen. Aber wie gesagt, der Zeitraum war dann viel länger als gedacht und bin trotzdem gut drauf, weil es sehr, sehr gut war alles. Und will mich jetzt aber dann mal wieder melden, zurückmelden. Deswegen wird das Video auch sowas heißen wie I'm back oder so. Irgendwie sowas halt. Ich wollte halt einfach nur mal so Info geben, ne? Dass ich noch bei YouTube am Start bin mit auch längeren Videos. Ja, wie geht's da weiter? Ich habe halt, ja, ich muss jetzt wieder anfangen, natürlich einige Videos aufzunehmen. Das wird noch auch einen gewissen Zeitraum brauchen, bis ich wieder im Rhythmus bin. Hoffe aber, dass ich halt die nächsten Tage da wieder das ein oder andere Video neben diesem hier dann bringen kann. Damit sich hier wieder was tut und damit ihr nicht glaubt, dass das hier ein reiner Short-Kanal ist. Natürlich werde ich auch weiterhin diese Shorts machen, die ja teilweise auch sehr gut ankommen und auch immer, habe ich ja gesagt, für mich so ein Experimentierfeld sind. Und ich habe natürlich einige Ideen. Es soll vor allem im nächsten Monat, November und Dezember, soll es ja richtig rappeln hier möglichst. Auch dort werde ich natürlich dann immer mal eine private Auszeit haben, um mich der Familie zu widmen. Von diesen Sachen werdet ihr aber so dann hoffentlich gar nichts mitbekommen, weil ich natürlich wie immer vorhabe, auch fleißig vorzuproduzieren, sodass es dann immer, es soll halt regelmäßig Videos geben, ob ich gerade Zeit habe oder nicht. Deswegen wäre halt vorproduzieren das A und O. Ja, auf jeden Fall habe ich halt einige Sachen noch geplant. Es sind ja halt noch verschiedene Leseruns, sollen ja weitergehen. Ich bin ja auch bei Daredevil, wird es dann bald ein Video geben mit dem nächsten. Dann habe ich ja noch so ein paar andere Leseruns. Green Lantern bin ich dran. Da ist aber das nächste auf jeden Fall Hard Traveling Heroes, ist ein dicker Brocken. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das Video kommt. Dann habe ich auch was zugeschickt bekommen, über das ich dann natürlich jetzt noch nicht spreche. Rezensionsmaterial, was ich dann auch präsentieren werde, aber auch erst lesen muss. Was auch noch ein paar Tage dann dauern wird. Dann habe ich natürlich, will ich ganz weitermachen mit den Hörspiel-Reviews. Sowohl bei den Masters of the Universe, wenn da was Neues kommt, als auch, wie ich das schon mal gesagt habe, drei Fragezeichen hätte ich gern, viele Videos hier online, eigentlich alle, die ich so habe, würde ich schon zu jedem gerne mal eine Folge online haben, aber das dauert natürlich ganz lange, aber es soll halt jetzt auch in den nächsten Monaten anfangen. Dann will ich auch mal wieder im Manga-Bereich etwas lesen. Dann steht natürlich weiterhin der Umbau hier an, wo ich auch dann wieder begleitende Videos zu machen werde. Auch dort hat es einige Verzögerungen gegeben. Ich bin halt immer noch nicht so weit. Der Umbau soll aber, so habe ich mir gedacht, bis Dezember dann über die Bühne sein. Und der Abschluss dieser Umbauvideos soll ja, wo ihr halt dann immer so Einblicke bekommt, was sortiert er da aus und dann kommt da wer was hin, dann wird ja ein neues, weiteres Karlak soll ja dann da kommen. Für die beiden anderen Schränke, den einen Schrank muss ich aber noch ausräumen. Eine Sache hattet ihr schon gesehen. Oder überhaupt so ein paar Videos dazu. Das werdet ihr alles noch sehen. Da muss ich was aufnehmen und dann halt auch weitermachen. Ist halt auch dann viel Arbeit. Man macht ja diesen
Umbau, nimmt gleichzeitig aber Videos auf, will noch was lesen, Privatleben und so weiter. Ist halt wirklich viel zu tun. Ja, und manchmal kommt es halt zu so Verzögerungen mit Videos und ich hoffe, dass das jetzt demnächst dann wieder was besser wird. Wie gesagt, ich werde mir da auch weiterhin, wird es immer wieder Zeiten geben, wo ich dann auch eigentlich nichts machen kann oder auch nichts machen möchte, videomäßig, weil es dann wirklich wichtigere Sachen gibt, um die ich mich kümmern möchte, weil Familie ist das A und O und ist das Wichtigste. Natürlich im Idealfall, wie gesagt, sollen hier weiter Videos laufen, während ich mich um andere Sachen kümmere. Deswegen werde ich in den nächsten Tagen, werde ich immer wieder ein bisschen Zeit haben, werde ich versuchen, wirklich vorzuproduzieren. Aber das ist halt immer, ja, immer so eine Sache. Ich freue mich aber, dass ihr mir weiterhin treu seid. Ich sehe immer wieder neue Kommentare. Ich sehe auch immer wieder, auch jetzt in der Zeit, wo nichts Neues kam, an Langzeitvideos gab es immer wieder Kommentare auf ältere Videos, die ich dann natürlich immer versuche zu beantworten, möglichst zeitnah. Manchmal dauert es auch länger, bis ich die beantworte und manche übersehe ich auch. Und wenn ich einen mal übersehe, könnt ihr da euch auch ruhig nochmal melden. Das ist dann keine Absicht, weil es gibt halt einfach auch Tage, wo so viele Kommentare kommen und man dann andere Sachen auch zu tun hat, die dann später beantworten will und dann geht auch manches unter, muss man auch ehrlich sagen. Ja, ansonsten neigt sich ja das Jahr dem Ende zu und dementsprechend ja, soll es hier natürlich trotzdem weitergehen und traditionell mache ich das ja auch so, dass ich besonders im Dezember halt in den letzten Jahren immer sehr viel gebracht habe. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe, ganz klar. Also im Dezember ist auch mit der YouTube-Werbung viel mehr Geld zu verdienen als in den Monaten davor. Deswegen macht man da natürlich auch mehr. Ich bin ja trotzdem sowieso immer daran interessiert, viele Sachen zu bringen. Deswegen im Idealfall ist das nicht nur auf den Dezember bei mir beschränkt, aber natürlich, klar, im Dezember, da ist jedes Video mehr wert, wenn es jetzt um die Einnahmen geht, als sonst. Und wie ihr wisst, ist das schon für mich, wo es jetzt so teuer ist und alles so teuer und man hat halt Familie, ist das tatsächlich dann auch natürlich nett, wenn man die Chance hat, mit YouTube noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Was halt hilft, ne? Mein Geld, was ich hier verdiene, wird ja jetzt grundsätzlich für die Kinder eingesetzt. Und ja, Kinder kosten halt Geld, ne? Ja, das kann ich dir dazu auch nochmal offen sagen. Überhaupt werde ich demnächst, also die nächsten Tage, wird auch nochmal ein etwas negativeres Video kommen. Das kann ich schon mal anteasern, das hatte ich nämlich eigentlich auch für letzte Woche geplant, aber wie gesagt, da bin ich nicht so gekommen. Es gab einen negativen Kommentar, auf den ich mal eingehen will. Ich will da gar nicht so sehr jetzt machen, sondern nur, es geht mir eigentlich eher darum, dass derjenige gar nicht verstanden hat, warum ich bestimmte Sachen mache. Auf jeden Fall, dazu möchte ich einfach nochmal Stellung beziehen. Das hat dann natürlich wieder so ein bisschen negativen Touch, aber auch diese Videos gehören ja dazu. Ich bin immer froh, wenn ich die nicht machen muss. Ist aber jetzt nicht so ein Real Talk negativ Ding, wie das dieses Jahr schon mal gab, wo es wirklich eine größere Sache ja war, zu der ich dann Stellung genommen habe. Das ist jetzt nicht so groß. Wird aber auch dann die nächsten Tage hoffentlich nochmal ein Video zu geben. Ich werde mir das nochmal raussuchen müssen, wo das war. Weil ich habe demjenigen dann auch geantwortet, dass dazu noch ein Video gibt. Weil das ganz interessant ist, weil dieser Kommentar, den er da geschrieben hat, halt, ja, werdet ihr dann sehen, warum das interessant ist. Weil dazu, weil das ist normal, ist so ein Kommentar, brauche ich gar nichts zu sagen, aber da würde ich gern was zu sagen, weil das so ein grundsätzliches Ding ist. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr weiter fleißig die Videos guckt. Ich bin sehr dankbar darüber und freue mich schon auf eure Kommentare hier und ja, was ihr euch so wünscht. Ich habe auch, kann ich auch nochmal sagen, genau, ich habe auch die Tage jetzt noch von jemandem einen Wunsch bekommen. Macht doch, oder so ein Tipp, macht doch mal ein Video
zu XY. Dem werde ich auch nachgehen in der nächsten Zeit. Das wird jetzt noch nicht morgen oder übermorgen sein, aber da werde ich der Sache auch nachgehen. Das ist halt auch immer schön, wenn man so Ideen bekommt oder Wünsche von euch. Könnt ihr mir überall schreiben. Natürlich kann ich nicht immer auf alles eingehen, weil ich manche Sachen auch einfach nicht habe. Aber wenn ich da was zu sagen kann, dann mache ich das gerne. Ja, so viel dazu. Ich bin also wieder zurück im Lang-Video-Bereich sozusagen. Shorts wird es trotzdem weiterhin geben. Zusätzlich halt, ne? Dann sage ich mal Dankeschön. Gerne liken, wem das gefallen hat. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal bis die Tage. Ciao.